Trainer 2:0 beim Verbandsligisten Eschwege. Pflichtaufgabe erfüllt. Und sonst? Ja, Pflichtaufgabe erfüllt. Wir haben das Spiel über 90 Minuten kontrolliert. Ja, hätten sicherlich das eine oder andere Tor mehr machen können. Und wie es so immer ist, typisch für ein Pokalspiel, dass der Underdog natürlich eine Chance hatte. Und da hat Kolle dann gut aufgepasst in dem Moment. Aber ansonsten hat der Gegner nichts gehabt auf unser Tor. Wir haben, wie gesagt, 90 Minuten das Spiel kontrolliert. Hätten sicherlich die eine oder andere Chance mehr verwerten können. Aber da gehört auch dazu, dass Latte und Pfosten dann beim Gegner ist. Und trotzdem musst du 2:0 gewinnen. Und das haben wir gemacht. Du sprichst Latte und Pfosten an. Ich erinnere mich ja gegen Ende auch noch einen Ball von Andrist fast im Innenpfosten, wo man eigentlich auch denkt, wieso geht der eigentlich noch mal wieder raus? Das ist ja nichts, was man den Jungs vorwerfen kann. Welche Kritikpunkte hast du heute gesehen? Nein, das sind einfach so Dinge, die sind normal im Pokal. Ja? Die sind normal im Pokal und deswegen muss man höllisch aufpassen, dass nicht nach hinten irgendwann was losgeht, ja? Und dann eben so ein Konter mal reinrutscht oder so eine Standardsituation irgendwie durchrutscht. Und da haben wir sehr, sehr aufmerksam gespielt, haben gut verteidigt, haben das Spiel, wie gesagt, kontrolliert, haben den Gegner versucht, müde zu machen, um Lücken zu haben. Aber der Gegner hat es gut verteidigt, ihre eigene Hälfte mit 10 Mann. Und deswegen war es natürlich nicht ganz so einfach, da durchzukommen. Wir haben es 2-3 Mal geschafft, da hätten wir es einfach noch ein bisschen früher entscheiden können. Kleiner Schockmoment in der ersten, glaube ich, Viertelstunde, als Alf verletzt raus musste. Kannst du schon was so sagen, was er hat? Ja, ich glaube, nichts Schlimmeres. Der Nerv wurde ein bisschen getroffen, deswegen war der Fuß ein bisschen taub. Und deswegen mussten wir ihn dann rausnehmen. Aber wir hoffen mal nicht, dass was Schlimmeres ist. Bringt sowas auch nochmal, bringt ein solcher Pflicht, auch wenn es ein Pflichterfolg war, auch nochmal was für die kommenden Aufgaben jetzt am Samstag zum Beispiel gegen Meppen? Ja, jeder Sieg bringt was. Ja, jeder Sieg bringt was. Zu Null bringt was. Ja, dass wir auch mal hinten die Null stehen haben, dass wir wenig zugelassen haben, wir gut verteidigt haben, alle gegen den Ball gut gearbeitet haben. Ja, das sind immer die Dinge, die natürlich noch was bringen und die wir natürlich auch gerne mitnehmen. Und jetzt geht es am Samstag natürlich gegen Meppen und da heißt es natürlich nochmal eine Schippe drauflegen, weil der Gegner heute wird nicht vergleichbar sein mit Meppen. Dankeschön. Danke.